wir nun zu Paul Brandenburgs Schlagzeile. Regierungsrücktritt. Also wir haben ja eben sehr viel über die aktuelle Kriegstreiberei des militärisch-industriellen Komplexes für Politiker, Thinktanks und so weiter geredet. Und jetzt kommt Paul Brandenburg ja mit einem vielleicht weniger bedrückenden Thema. Hoffen wir es mal. Also denn meine Laune ist jetzt ehrlich gesagt nach einer halben Stunde Nachschlag schlechter als vorher. Aber das liegt, wie gesagt, an der sehr düsteren Themenwahl, die eben, ja, traurigerweise einen großen Bezug zur Realität hat. Wird es schlimmer werden, davon bin ich überzeugt. Denn dass Olaf Scholz derzeit erledigt ist, glaube ich, begreift der Mann inzwischen vermutlich sogar selbst. Aktuell legen die Bauernproteste seine völlige Impotenz als Kanzler offen. Scholz versucht im Angesicht eigentlich der völligen Auflösung seiner Autorität ja derzeit nicht mal mehr, sie irgendwie noch zu schützen oder irgendwie aufrechtzuerhalten. Wenn auf dem Schiff Meuterei auch nur ausgesprochen wird, dann tritt der Captain üblicherweise vor die Mannschaft und bekräftigt seine Virilität. Der Captain aber ist abwesend. Olaf Scholz ist gar nicht da und stattdessen schickt er dann Robert Habeck vor, seinen Vizekanzler, der mit obskurer Videobotschaft oder sagen wir eher unterhaltsamer Videobotschaft wirklich an die aktuelle Kamera der DDR erinnert. Was Habeck da zusammenstammelt im Angesicht der Bauernproteste, das haben findige Leute im Netz zusammengeschnitten mit der aktuellen Kamera und deren Protesten damals. Es ist bis auf den Satz, auf den Wortlaut das Gleiche. Da wird irgendwelchen konterrevolutionären Elementen abgesprochen, für Frieden und Gerechtigkeit und die Menschheit zu sein. In dem Fall ist es die Demokratie anstelle der Revolution. Habeck hat ja tatsächlich versucht, die Bauernproteste in die Nähe von Putin zu rücken. Und da haben die Nachdenkseiten auf der Bundespressekonferenz mal nachgefragt, was für Belege gibt es denn dafür? Und von der Bundesregierung, also von dem Bundespressesprecher, die Antwort war, ja, Habecks Äußerungen, die stehen für sich. Also selbst die eigenen Pressesprecher sind nicht mehr bereit, den Unsinn, den der Minister da verbreitet, zu rechtfertigen irgendwie. Des Sozialismus, aber ansonsten ist es vollständig gleich. Es werden vermeintlich beliebige Passanten aufgegriffen, die dazu interviewt werden. Die distanzieren sich in aller Form und sagen, das sind ja Rechtsnazis, die da protestieren. Das Entscheidende dabei ist, Scholz ist abwesend, er schickt andere. Scholz ist in Deckung und seine Ampelseilschaft ist im freien Fall. Das merken die, aber ich glaube eben nicht, dass es Grund zum Jubeln ist. Ich glaube nicht, dass es Grund ist, sich zu freuen, dass diese Schwäche von Schmerkel gerade so herantritt. Warum? Weil die Frage ist, was passiert, nachdem der Schmerkel verendet ist und vor allem, was oder wer folgt ihm nach? Wo auch immer Scholz in den letzten Tagen auf echte Menschen trifft, wenn er mal vor die Tür geht, da wird er beleidigt, da wird er ausgepfiffen, da ruft man ihm hinterher, er solle doch verschwinden. Ihm schlägt der blanke Hass, die blanke Verachtung auf der Straße entgegen und gleiches gilt für den Rotfaschisten Bodo Ramelow in Thüringen. Ich empfehle jedem, der das noch nicht gesehen hat, sich dieses Video anzugucken, wie Ramelow vor die Bauern tritt. Es ist unfassbar. Im Schneegestöber steht er da auf irgendeiner klapprigen Bühne, wird ausgebuht und ausgepfiffen und hinterher erklärt er, das waren alles Reichsbürger. Das muss man erstmal schaffen. Den Realitätsverlust muss man in Zukunft in Ramelow messen und ein Ramelow ist nur von einer einzigen Person noch zu erreichen. Ramelow bringt das Elend der Linkspartei ziemlich gut auf, ziemlich gut auf den Punkt. Okay. Wenn das wirklich so ausgesehen haben sollte, wie Paul Brandenburg hier beschreibt, dann hat das schon so leichte Ceausescu-Vibes. Also vielleicht reagieren wir auf die Rede auch noch. Passiert ihm, es passiert einem Cem Özdemir, der irgendwo in Baden-Württemberg in seinem Wahlkreis jetzt auftritt vor den Bauern, dort ausgepfiffen wird, ausgebuht wird und was erklärt Herr Özdemir hinterher? Naja, er hätte ein Ö im Namen, das würde die Bauern herausfordern, weil er sehr türkischstämmig und außerdem Grüner und Vegetarier, Subtext, das sind alles Faschisten. Wir erleben die völlige Entkopplung dieses Ampelregimes von der Realität und die völlige Verdrängung. Aber der Punkt ist, ihnen ist natürlich vollkommen egal, wie sehr sie gehasst werden. Kreaturen wie Olaf Scholz besitzen so etwas nicht wie Schamgefühl oder so ein Gefühl persönlicher Würde. Menschen wie Olaf Scholz sind Berufskriminelle, die bei völliger Offenkundigkeit ihrer Amoral in keiner Art und Weise einen Gewissensdruck verspüren oder irgendetwas Negatives. Sie haben kein Selbstbild, was angegriffen sein könnte. Sie schämen sich nicht dafür. Scholz ist Beteiligter des größten Steuerraubs unserer Geschichte und er deckt bis heute einen offenen, kriegerischen Angriff unserer angeblichen Freunde gegen unsere nackte Existenz, gegen unsere Versorgungssicherheit, gegen unsere Heizung und gegen unsere Energie. Es geht um die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines, die Paul Brandenburg hier gerade anspricht. Scholz würde, so ein Mensch, würde niemals freiwillig aufgeben oder zurücktreten.
Kennt er nicht. Aber das Entscheidende ist, dass selbst Funktionäre wie die SPD-Parteichefin Saskia Honecker, die ich übrigens letzte Woche fälschlicherweise Margot Esken nannte und mehrere Kollegen auch von Radio Marabu sich daraufhin beschwerten, selbstverständlich ist Saskia Honecker nicht Margot Esken. Jedenfalls solche Funktionäre, die wissen ganz genau, warum es für sie entscheidend ist, warum es doch wichtig ist. Und das ist nicht in erster Linie das, was beim Volk da draußen ankommt. Es schlägt leider auch, oder es schließt an das, was die Kollegen gerade sagten. Scholz ist ein vergleichsweise milder Kriegstreiber. Und es kommt nicht von ungefähr, dass ein Boris Pistorius von den Springer- und Staatsmedien plötzlich gehandelt wird als angebliche Lieblingsvorstellung der Deutschen. Wir lasen in letzter Zeit, 2/3 der Deutschen wollen Boris Pistorius als Kanzler. Ich bleibe dabei, ich möchte gerne diese 2/3 sprechen und ich befürchte oder ich glaube, sie befinden sich irgendwo in der SPD-Kantine und sind 2 von 3 Leuten. Der eine davon ist dann Scholz selbst, der Einzige, der sagt, Pistorius nicht als Kanzler haben möchte. Wer will diesen geisteskranken Kriegstreiber denn als Kanzler haben? Sicherlich niemand. Und sicherlich möchte auch niemand seine Kinder wieder in irgendeine Wehrpflicht stecken, damit sie in 5 Jahren gegen Russland kämpfen können. Meine Herren und Herren, es kann kein Zufall sein, dass dieser Mensch mit dieser Agenda, die aus der Feder irgendeiner Werbeagentur stammt, mit der Reihenfolge und dem Crescendo, zuerst den Russen in 5 Jahren an der Front zu sehen, die Wehrpflicht dann zu fordern, von Atomraketen zu fabulieren und jetzt plötzlich soll er auch noch Kanzler werden. Ich bin der festen Überzeugung, während wir hier reden, sind die Unterführer dabei, schon ihren Scholz zu massakrieren. Wahrscheinlich hat er selbst die Botschaft gerade bekommen, dass er zurücktreten wird, denn es ist selbstverständlich in dieser Situation für eine Ampel auch das Allerbeste, was passieren kann. Alle anderen Varianten, die in irgendeiner Weise Wahlen beinhalten würden, sind ein Risiko für die Mandatsmaden. Es könnte ja irgendeiner der Hinterbänkler seinen Posten verlieren. Das will er nicht. Wahlen sind das Letzte, was sie wollen. Zwar geben sie immer mehr dieses Schauspiel auf, tun nicht mal mehr so, als ob die Wahlen was ändern würden, aber sie bedeuten Aufwand und ein Risiko für die, die an den Futtertrögen sitzen. Das Einfachste wäre die Rochade. Die einfachste Rochade wäre die mit. Dass Wahlen etwas ändern. Also wir haben ja in den letzten 40 Jahren gesehen, dass Wahlen relativ wenig an der realen Politik ändern. Aber ich glaube, das könnte sich in den nächsten Jahren tatsächlich ändern. Wenn die Wagenknecht-Partei und die AfD stärker werden oder auf der Linken irgendwas anderes hochkommt und die Altparteien immer kleiner werden, könnte es tatsächlich sein, dass die Wähler mal eine Richtungsentscheidung treffen müssen. Also das... die Politik sich wirklich real ändert. Also wir sehen ja, wie das in kleinen Ländern wie wie der Slowakei mit Fico, also der hat, das ist so ein Sozialdemokrat, der ist dann die Macht gewählt worden, der hat die Waffenlieferung an die Ukraine eingestellt. Also es geht tatsächlich, dass man jemanden an die Macht wählt und der dann eine andere Politik macht. Und das könnten wir tatsächlich auch in den nächsten Jahren in großen europäischen Ländern sehen. In Deutschland und vor allem in Frankreich. In Frankreich haben wir das noch viel mehr, dass sich die Politik dann einen linken und einen rechten Block spaltet. Also ich meine, der neoliberale Block unter Führung von Emmanuel Macron, der ist ja spätestens durch seine Rentenreform erledigt. Also bei der nächsten Wahl, da wird Frankreich beispielsweise so eine Richtungsentscheidung zu fällen haben und man kann nur hoffen, dass sich das in Deutschland ähnlich entwickelt. Pistorius. Das könnte man rechtlich relativ leicht konstruieren. Und was haben wir dann? Dann haben wir ein Problem. Weil dann ein Mann Kanzler ist, zusammen mit einer terroristischen Innenministerin, der wirklich keine roten Linien mehr kennt. Zasso, du schreibst gerade, wir müssten erstmal Souveränität wiedererlangen. Ja, Souveränität, die erlangt man nicht einfach so, die muss man sich nehmen. Man braucht eine Regierung, man braucht eine Regierung, die sagt, wir handeln jetzt entsprechend. Und wenn dann der Hegemon sagt, wir verhindern das jetzt irgendwie, durch welche Druckmechanismen auch immer, durch militärische, wirtschaftliche oder politische, und es dann verhindern kann, okay, dann sieht man, dass man keine Souveränität hat. Aber man bekommt nicht irgendein Souveränitätszertifikat verliehen, sondern man muss eine Politik machen, die souverän ist. Und wenn das dann Erfolg hat, dann sieht man, dass man offensichtlich Souveränität hat. Wenn nicht, dann sieht man es auch. Also man muss erstmal ausprobieren, souveräne Politik zu machen. Sowas versucht die Bundesregierung ja überhaupt nicht. Faselt nicht nur davon, sondern der ist glatt willens und in der Lage, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Es wäre kein Gewinn, wenn wir Pistorius auf Scholz folgen lassen. Eine andere Variante wäre natürlich, Merz reinzubringen, die Grünen abzusägen und eine Merz-Scholz-Verbindung herzustellen. Denkbar. Und dafür spricht sicherlich auch, dass offenkundig die Grünen vorgeschoben werden, um den Blame abzufangen, wenn Herr Habeck sich dort entschuldigt oder Herr Özdemir. Aber trotzdem glaube ich am ehesten an Pistorius. Danach wird dann jede Form von Terror natürlich verschärft werden. Denn was tut jemand, der seinen Autoritätsverlust beobachtet, aufgrund von Gewalt? Er wird natürlich noch mehr Gewalt ansetzen, noch mehr auf seine Autorität pochen. Denn wer rumbrüllt und nicht ernst genommen wird, der sieht nicht ein, dass er aufhören muss zu brüllen, sondern wird natürlich so lange rumbrüllen, bis sich der Letzte abgewendet hat und weggegangen ist. Ich fürchte also, es wird schlimmer. Und das bringt uns zu dem entscheidenden Augenblick oder den entscheidenden Dingen, die jetzt gerade auf der Straße vorgehen. Und das sind die Bauernproteste, die tatsächlich der Lichtblick daran sind. Wenn wir uns angucken, worum es den Bauern geht,
Und was da in Zukunft kommen kann, dann sehe ich darin eine Hoffnung. Denn diesen Bauern geht es nicht um Dieselsubventionen. Diesen Bauern geht es nicht darum, dass sie 50, 60 oder 80.000 Euro weniger im Jahr verdienen. Weil... Doch. Also darum geht es erstmal. Wenn die Bundesregierung ihre Kürzungspläne zurücknimmt, dann könnte es sein, dass die Bauernproteste wieder abebben. Also wir haben das ja bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich gesehen. Es gab einen harten Kern, der dann weiter demonstrieren wollte, nachdem Macron einen Teil seiner Kürzungen zurückgenommen hatte, beziehungsweise auf die Gelbwesten einen Schritt zugegangen war. Also es waren alles nur Formelkompromisse. Groß was an der französischen Politik geändert hat das nicht, aber dann haben die Gelbwesten-Proteste sich aufgelöst. Und genau das muss man jetzt tatsächlich auch bei den Bauernprotesten befürchten. Und die Kritik ist richtig und geht trotzdem fehl, weil selbstverständlich sind diese Bauern Großverdiener im Vergleich. Es sind gut verdienende Mittelständler, es sind Unternehmer, die Fuhrparks stehen haben von mehreren Millionen Euro. Nicht alle, also beziehungsweise ein Großteil nicht. Es ist ja auch bei den Bauern so, dass ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, es gibt, ich glaube, mehr als die Hälfte, also rund die Hälfte der Bauern hat ein Einkommen von weniger als 2.000 Euro netto im Monat. Also das ist jetzt keine Großverdiener. Also da gibt's eine Spitze, die verdient relativ gut. Das sind wirklich so mittelständische Unternehmer, wie Paul Brandenburg sie hier beschreibt, aber es sind nicht alle. Beziehungsweise der Großteil ist das nicht mal. Oh, die natürlich enorme Summen bewegen. Die gehen jetzt nicht auf die Straße, weil sie irgendwie eine Romantik treibt, weil sie uns gern weiter Äpfel verkaufen möchten. Und weil sie eine biologische Vorstellung davon haben, wie unser Essen sein soll. Das sind alles Nebeneffekte. Und sie haben völlig recht, wenn sie sagen, ohne uns esst ihr nur noch das, was aus den Fabriken kommt. Völlig richtig. Diese Bauern, diese Unternehmer, die jetzt protestieren, sind die, die am engsten an der Klippe stehen. An der Klippe dieses neofaschistischen Abgrundes, auf das uns das Regime zutreibt. Diese Bauern merken nämlich, dass sie momentan durch unseren Landwirtschaftsvernichtungsminister in die Abhängigkeit getrieben werden sollen. Folge der Landwirtschaftspolitik, die wir gerade haben, ist ganz automatisch ein Konkurs dieser freien Betriebe, dieser Bauernhöfe und eine Zukunft der Bauern in irgendeiner Anstellung eines Großunternehmens, höchstwahrscheinlich wieder amerikanischer Eigentümerschaft am Ende, ob das nun BlackRock gehört oder irgendwem anders. Das sehen diese Bauern. Und bei den Summen, die sie bewegen, bei den Kosten, die sie haben, wenn sie sich einen solchen Traktor anschaffen müssen oder andere Investitionen. Also das mag für viele Menschen in Westdeutschland vielleicht seltsam wirken, aber es gibt vor allem in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, große Flächen, die tatsächlich von großen Konzernen besessen werden und die dann an kleine Bauern verpachtet werden oder ja, wo große landwirtschaftliche Flächen, wie gesagt, Großunternehmen gehören, wo das Land nicht mehr in der Hand von den Familien ist, die in den Orten wohnen, beziehungsweise in der Hand von Bauern und die sich dann ein bisschen was dazu pachten, wie das in Westdeutschland noch größtenteils der Fall ist. Das ist durch Kohls Privatisierung der ganzen Ostbetriebe gekommen, der riesige landwirtschaftliche Flächen auf einmal an einzelne Unternehmer verkauft hat. Investitionen tätigen. Das sind riesige Summen, die kleinen Einzelunternehmern wie Herrn Dehm oder mir hier im Vergleich, weil Herr Dehm mit seinen Schallplatten vielleicht noch eine andere Liga ist, aber das sind Summen, die Leute wie du und ich nicht unbedingt kennen und bewegen. Das sind Summen, die dazu führen, dass du sehr schnell mit deinem Unternehmen an der Wand und dann auch hinüber bist und deinen Hof verkaufen darfst. Das im Kern unterstelle ich den Bauern, das ist auch ein vollkommen berechtigter Kritikpunkt. Das ist das, was sie treibt und was ihnen Angst macht. Sie sehen, dass dieser Agrardiesel einfach nur der letzte Tropfen in dieses Güllefass ist, das es zum Überlaufen bringt. Deswegen, wir haben es auch erlebt, ist ja auch eine Rücknahme, eine Relativierung dieser Dieselsubvention nichts, was diese Proteste entkräftet. Diese Bauern sind auf der Straße, völlig zu Recht, weil sie sehen, dass ihre nackte Existenz, dass ihre Zukunft als freie Unternehmer, als Bauerfamilie auf ihrem eigenen Hof von dieser Regierung vernichtet werden sollen. Das wollen sie nicht. Sie sehen auch, dass die Folge für uns ist, für uns alle, die wir davon leben, denn die produzieren unser Essen. Die Folge ist, dass wir in Zukunft unser Essen, unsere Nahrung von Großkonzernen bekommen, die nichts mit der heimischen Landwirtschaft zu tun haben. Deswegen, und das glaube ich, und da habe ich Hoffnung, werden diese Proteste eben auch nicht enden, falls die Regierung ihre ganze Dieselvorhabensnummer komplett zurückdrehen sollte. Nein, das reicht nicht. Es wird nicht reichen. Denn die Bauern haben erkannt, was wir hier auch schon lange sagen. Es hat nichts allein mit dieser Ampel zu tun. Wenn die Ampel weg ist, folgt das nächste Terrorregime dieser Parteienkorruption, dieser internationalen Korruption, die nichts anderes möchte, als Abhängigkeiten herzustellen, die Unabhängigkeit der Menschen zu beseitigen, die Selbstversorger und nichts anderes sind Bauern, zu brechen in ihrer Macht. Denn wenn man es realistisch sieht, ist ein Bauer ein kleiner König. Anders als wir Städte, als wir Angestellten, sitzt er auf seinem Hof, kann sich in großen Teilen selbst verwalten. Natürlich, Dieter, du winkst schon ab, gibt es auch alle möglichen Abstufungen davon und alle möglichen Kleinbauern, die in anderen abhängig sind, aber sie sind eine autarke Zelle, ein Bereich, in den der Staat eben nicht so einfach reingreifen kann und den gilt es zu brechen. Deswegen sage ich ganz klar, wer da jetzt fragt,
Wo waren die Bauern zu Corona? Wie stehen sie zu dem und dem? Und sind sie nicht Subventionsgenießer? Der stellt aus meiner Sicht die falschen Fragen. Es gilt mit diesen Bauern. Das machen ja viele aus dem libertären Lager. Es gibt ja so Leute, wie die auch der neuen Werteunion-Partei da wohlwollend gegenüberstehen, wie Markus Krall, die die komplette Streichung von Subventionen bzw. den Entzug des Wahlrechts von Leuten, die Subventionen empfangen, fordern. Und solche Leute werden ja teils auch noch im weitesten Sinne zu diesem alternativen Medienumfeld gezählt. Also es gibt tatsächlich Leute, die in der jetzigen Situation solche absurden Sachen sagen. Aber nochmal zu den Bauern. Wir sehen seit 200 Jahren eigentlich ein Verschwinden der Landwirtschaft. Also, dass die Bedeutung der Landwirtschaft nach und nach abnimmt, dass der Anteil der Beschäftigten, die dort arbeiten, nach und nach abnimmt, dass es ein Höfesterben gibt. Also, das Höfesterben, das ist eine Realität, die hatten wir die letzten Jahrzehnte immer und nie hat das zu einem großen Bauernaufstand geführt. Also, wie gesagt, ich finde die Proteste gut. Ich finde es komplett irre, dass die Ampel da gerade Steuern erhöht, um nicht falsch verstanden zu werden. Aber jetzt die ganze Hoffnung in diese Proteste zu setzen, also ich glaube, Paul Brandenburg ist hier leider etwas überoptimistisch. Denn ja, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich haben es gezeigt, ein paar Formelkompromisse von der Regierung und die Proteste, die enden dann relativ schnell wieder. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass dem so ist. Ich hoffe, dass die Proteste weitergehen. Ich hoffe, dass die Ampel darüber stürzt. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Hoffnung und ich halte es nicht für sonderlich wahrscheinlich. Solidarität zu zeigen, weil sie in jeder Hinsicht unser aller Angelegenheiten verteidigen und vertreten. Sie sind diejenigen, die unser Essen liefern und die für unsere Unabhängigkeit sorgen. Sie sind diejenigen, die unsere Unabhängigkeit einem übergriffigen Staat gegenüber da vertreten und verteidigen. Deswegen bin ich tatsächlich für vollständige Solidarität mit diesen Bauernprotesten. Und ich meine, diese Bauern machen praktisch alles richtig. Sie konzentrieren sich nämlich auf das Wesentliche. Sie lassen sich weder ablenken, noch irgendwie instrumentalisieren oder framen. Sie lachen darüber, wenn ihnen gesagt wird, na, ihr seid doch hier rechts-rechts-Nazi. Dann stehen sie lachend vor der Kamera auch des öffentlichen Staats und sagen, ja klar, wir sind Nazi-Bauern auf jeden Fall. Müssen wir ja sein. Sie lassen es an sich abprallen. Sie lassen sich vor allem auch nicht ablenken durch irgendwelche Randthemen. Eine Sache, die wir bei den früheren Protesten dieser Corona-Maßnahmen-Kritiker erlebt haben, wenn wir uns in Nebenschauplätzen verlieren und darüber diskutieren, existieren Viren in welcher Form auch immer. Darum geht es überall nicht. Es geht im Kern um das, was die Bauern dort sagen. Um das Recht, ihr Leben so weiterzuführen und ihre Wirtschaft so weiterzuführen, wie sie das gewohnt sind, wie sie das als freie Menschen machen möchten. Ich finde diese Bauernproteste großartig. Ich finde sie unglaublich klar. Ich finde sie unglaublich intelligent und gut organisiert. Ich wünsche den Bauern, dass sie alle Energie und alle Kraft der Welt haben, das so durchzuführen. Und ich hoffe vor allem, dass immer mehr Menschen, Selbstständige vor allem voran, die Einzelhandwerker, die Einzelunternehmer, sich anschließen und sagen, sie haben völlig recht, da machen wir mit. Und jeder andere, der das nicht kann oder möchte, zumindest als Autofahrer im Vorbeifahren, hupt, grüßt, den Bauern vielleicht mal ein warmes Getränk bringt, aussteigt und in die Hand schüttelt, denn sie fechten dort unseren Kampf und sie sind unsere realistische Chance momentan, nicht nur dieses Ampelregime zu beseitigen, sondern auch die Parteienkorruption, die dahinter steht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, lieber Dieter, welche Rüge ich mir von dir schon wieder eingefangen habe für meine Ausführungen über die Bauern. Ich lasse mich jetzt freudig von dir belehren. Da bin ich jetzt auch gespannt. Wie gesagt, ich unterstütze die Bauernproteste absolut. Ich finde es richtig, dass sie demonstrieren gehen. Es ist also egal, für wen man die Steuern erhöht fast. In der Rezession ist es sowieso immer irre, Steuern zu erhöhen. Das ist ein bewusster Zerstörungskurs gegenüber der eigenen Volkswirtschaft. Und dann ist man die Steuern dann auch noch in einem Bereich erhöht, nämlich bei den Bauern, vor allem im ländlichen Raum arbeiten, wo wir ja ein enormes Ausbluten des ländlichen Raums in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Das ist noch mal irre. Also wie gesagt, Bauernproteste, die werden von mir absolut unterstützt. Aber Paul Brandenburg ist hier, glaube ich, etwas zu optimistisch. Mal schauen, was Dieter Dehm da jetzt sozusagen hat. Naja, ich bin mit dem Wort Faschismus halt ein bisschen weniger wahllos. Aber das ist deine Wortwahl. Wichtig ist für mich, dass wir erstmal erkennen, dass es. Ich glaube, ich habe zu häufig auf Nachschlag oder nacktes Niveau hier reagiert oder mir das zu häufig angehört. Mir ist das mit dem Faschismus gar nicht mehr aufgefallen. Hast du völlig richtig gesagt, nach Scholz wird es in der jetzigen Konstellation der Parteienkorruption nicht besser. Das ist ja nicht nur Scholz, ein bisschen kurz kam weg Friedrich Merz, das ist ein direkter Vertreter. Ach so, also Dieter Dehm sagt jetzt was zur Parteienkorruption, absolut. Zu den Bauernprotesten sagt er gar nichts mehr. Also da wird da Paul Brandenburgs Analyse wohl auch zustimmen. Von BlackRock, die Mehrheitsanteile haben, nicht nur bei sogenannten mRNA-Impfstoffen, sondern auch eben bei Rheinmetall und bei den ganzen Rüstungskonzernen. Das ist ein direkter Vertreter. Und wenn der drankommen sollte durch den ganzen Wirrwarr auf
leisem Verschiebungswege innerhalb des jetzigen Parlaments oder durch Neuwahlen, dann wird es auf gar keinen Fall besser. Ja. Kann es gar nicht besser werden. Zweiter Punkt, dass wir, glaube ich, bei den Millionären auch wissen müssen, dieser Protest muss von der alleinerziehenden Mutter bis zum Millionär gehen. Aber schauen wir genau hin. Ich wohne ja hier in einem Dorf, in einem katholischen Dorf, bei dem es eine Reihe Bauern gibt. Davon gibt es 3 Großbauern. Wenn die heute ihren sogenannten Fuhrpark, also ihre Traktoren oder ihren Hof verkaufen würden, sinkt der sofort vom buchhalterischen Marktwert auf 1/3 runter. Im Moment will keiner Traktoren kaufen oder Bauernhöfe kaufen. Da gibt es relativ wenig Interesse. Das heißt, die sind darauf angewiesen, es weiter zu betreiben und dann eben die Mehrheit, nimm dir mal die Milchbauern vor, kriegen einen Preis, wo man sich fragt, warum machen die das eigentlich? Darf ich da einhaken, Dieter? Darf ich da kurz einhaken? Hast du völlig recht. Ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass diese Bauern im Geld schwimmen und sozusagen Luxusprobleme hätten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Okay. Aber in Relation zu der von dir zitierten alleinerziehenden Mutter. Wie gesagt, die Lage der Bauern, die ist sehr ambivalent. Denn wir sehen ja, wie gesagt, seit Jahrzehnten schon ein massives Höfesterben, was in gewisser Weise auch eine normale Entwicklung in unserem Wirtschaftssystem ist, dass sich Märkte konzentrieren, dass kleine Unternehmen halt sterben und die verbleibenden Unternehmen immer größer werden. Davon bleibt natürlich auch nicht die Landwirtschaft verschont. Und deswegen die Bauern, die gerade noch so profitabel sind, die ein relativ niedriges Einkommen haben, denen, und von denen es auch noch Zehntausende gibt, denen geht's nicht so gut. Aber es gibt auch Bauern, denen geht's besser. Und Dieter Dehm hat hier gerade auch erklärt, warum auch die nicht so einfach aufhören können, warum die nicht einfach ihren Hof verkaufen können. Das mag auch stimmen. Es war ein Appell gegen Sozialneid. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Eine Form von Zeigerei auf die Bauern, die jetzt ich wollte es nur noch mal etwas differenzieren, dass eben ein Großteil der Bauern eben auch Kleinbauern sind, Milchbauern sind und solche sind, die um ihre Existenz schon bangen. Aber vielleicht, und du hast die Herausforderung geht natürlich an die alleinerziehende Mutter. Macht sie es mit einem Millionär zusammen? Oder hat man ihr so viel eingeimpft, dass nicht BlackRock und Friedrich Merz und die großen Konzerne der Gegner sind, sondern der nächstreichere? Oder schafft man es, den Protest zu verallgemeinern? Da bin ich beim letzten Punkt, den ich noch gerne an deine Philippika anschließen möchte. Ich möchte in diesen Tagen, wenn die Leute an Bahnhöfen stehen oder wenn die Leute durch Traktoren aufgehalten werden, dass diejenigen, die am Stammtisch immer laut sagen, ja, Deutschland muss ich jetzt erheben, mal sagen, ich muss solidarisch sein, auch wenn es im Moment mir Lebensqualität kostet. Ganz wichtig ist, dass diese deutsche Spießbürgerei ersetzt wird durch die französische Offenheit, wo die Leute das eingeplant haben, abgesehen davon, dass Verspätungen bei der Bahn auch ohne GDL-Streik ständig vorkommen, durch den maroden Zustand der Bahn. Und wir natürlich in diesem Zusammenhang auch deutlich machen müssen, natürlich kommt Beeinträchtigung auf uns zu. Solidarität ohne Beeinträchtigung ist schwer machbar. Und ich hoffe... Deswegen, also regt euch nicht auf, wenn die Züge mal nicht fahren, regt euch nicht auf, wenn ihr morgens mit dem Auto nicht zur Arbeit kommt. Hier wird gegen eine Regierung protestiert, die... Oder bei der Deutschen Bahn ja indirekt gegen die Regierung. Also die Deutsche Bahn ist ja zu 100% ein Staatsunternehmen, die diese katastrophale Situation erst herbeigeführt hat, die sich weigert, die Löhne der Lokführer zu erhöhen, die gerade völlig irre Steuererhöhungen für die Bauern durchgesetzt hat. Also deswegen seid zumindest insoweit solidarisch, dass ihr euch nicht aufregt, wenn ihr euch dadurch eine gewisse Beeinträchtigung morgens, wenn ihr die erfahrt. Dass es endlich bald einen ineinander wachsenden Protest verschiedener Berufsgruppen, verschiedener Gehaltsgruppen, verschiedener Besitz- und Einkommensgruppen gibt, die gemeinsam wissen, wer ihre Gegner sind. Ja, vor allem, Dieter, muss ich doch derjenige, der da jetzt sagt, nein, das ist ein Ungemach, klar machen, welches Ungemach da kommt, wenn er das jetzige nicht nimmt. Seid froh, wenn sie die Autobahnen zumachen. Seid froh, wenn sie Aldi und Lidl-Lager zumachen und ihr jetzt das relativ luxuriöse Problem habt, mal eine Woche nicht ranzukommen. Denn das, was da kommt, rechnet es hoch. Rechnet euch einen Friedrich Merz hoch und rechnet euch all die Nachfolger dieser Parteien Korruption hoch, die genau das betreiben, was wir die ersten 2/3 dieser Sendung ja besprochen haben. Also eine kriegstreiberische Politik,
die definitiv zu höheren Preisen und mehr Armut führen muss. Es kann nicht anders funktionieren. Wir sehen den Plan der Umverteilung hin zu Großkonzernen durchgehen. Da muss man kein Marxist für sein, um dem zu folgen. Ja, das ist absolut zwingend logisch zu erkennen, dass eine Inkaufnahme dieser ungemachten Geschichten jetzt eine sehr viel günstigere Variante ist im Vergleich zu dem, was andernfalls kommt, Kevan. Übrigens, darf ich noch einen Satz dazu fügen? Wir wollen natürlich, genau, wenn ich Kevan frage, Thema, dann kannst du natürlich einen Satz zufügen. Nur einen ganz kleinen Satz. Wir wollen genau darüber am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Café Sibylle, Karl-Marx-Allee, diskutieren. Genau über diesen komplizierten Punkt, den du angesprochen hast. Da werde ich auch ein paar Lieder singen. Das ist dann im Rahmen dieser großen Demo. Um 14 Uhr Café Sibylle, Karl-Marx-Allee. Ich glaube, das wird spannend auch für unsere Zuschauer, sollten sie in Berlin sein oder wohnen. Gut, das, was ihr beide zu den Bauernprotesten gesagt habt, das kann ich natürlich nur unterstreichen, aber ich möchte mal für alle, die gar keinen Bauern kennen, höchstens beim Schach, denen möchte ich mal sagen, was sind das eigentlich für Menschen, diese Bauern? Die Bauern sind eben nicht welche, die in Grün-Hochburgen studiert haben, sondern die einfach bodenständig sind. Das kann man genauso sehen. Und in Frankreich haben wir das schon viel länger, weil in Frankreich die Menschen bereit sind, viel mehr Geld für lokale Produkte auszugeben und das Geld nicht in die Alufelge zu stecken. So, also da ist eine ganz andere Tradition. Und wenn Bauern auf die Straße gehen, dann nicht, weil ihnen langweilig ist, die haben das ja alles mit Corona und Co. mitbekommen, aber da hast du natürlich recht, Paul, als Könige ist natürlich eine Krise für sie insofern immer ein bisschen mehr abfederbar, weil anders als wir nicht wissen, wenn wir die Bio-Kompanie zumacht, wo wir unser Futter herbekommen, sagen, ja, dann kann ich es nicht mehr verkaufen, aber ich werde hier auf meinem Hof nicht verhungern. Das war ja immer so, auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen, dass die Bauern am Ende mit Lebensmitteln gehandelt haben und das in Gold geholt haben. Auf der anderen Seite, wenn wir von diesen riesigen Maschinenparks reden, das gehört ja letztendlich alles Herrn Raiffeisen, also es ist ja, die sind ja alle hoch verschuldet und können deswegen auch nicht aussteigen und müssten dann eben abverkaufen, und du hast vollkommen recht, es geht natürlich darum, eine Abhängigkeit herzustellen. Das ist aber keine grüne neue Tendenz, sondern das war eigentlich immer schon so. Es war damals auch im Plan der Vereinigten Staaten, dass man in ganzen Ländern nur ein Lebens- oder zwei Lebensmittel anbauen sollte, damit man die gegenseitig erpressen kann. Das ist eine ganz alte Taktik, und ein Bauer ist ein unabhängiger Mensch und der ist vor allem stur, das weiß eine Regierung auch, hat natürlich ein Problem, weil wenn die Bauern erstmal auf der Straße sind, das dauert ja sehr, sehr lange, bis die das mal machen. Bis in der Ich glaube, das, was Kevan da gerade erklärt hat, das ist wichtig zu erklären. In unserem, so dazu braucht es nicht mal militärische Gewalt, um das durchzusetzen oder so, oder man muss die Regierung dazu zwingen, dass sie bestimmte Lebensmittel anbaut, sondern in unserem System, wenn wir kompletten Freihandel haben, dann konzentriert sich jedes Land auf das, wo es absolute Vorteile hat. Das heißt, wenn sich, also das, was Kevan hier gerade angesprochen hat, das ist besonders gut bei Entwicklungsländern zu sehen, wenn in einem Land das Klima besonders günstig für Bananen ist, aber dieses Land halt noch andere Lebensmittel anbauen müsste, um sich selbst versorgen zu können, konzentriert sich dieses Land darauf, Bananen anzubauen für den Export. Also wir sehen ja auch in vielen afrikanischen Ländern, dass sie überhaupt gar nicht mehr ihre eigenen Lebensmittel herstellen können, dass sie ihre Lebensmittel vom Weltmarkt importieren müssen und dann den freien Launen der Finanzmärkte ausgeliefert sind. Wenn Spekulanten den Weizenpreis mal in die Höhe treiben, dann bedeutet das für viele Menschen in diesen Ländern Hunger. Das ist Folge unseres Freihandelssystems. Und den einzigen Schutz, den vor allem arme Länder dagegen haben, der heißt Protektionismus. Und dieser Protektionismus, der wird durch Handelsverträge, durch Bestimmungen der WTO, durch zig andere Mechanismen, um Druck auszuüben, verhindert. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Kevan hier gerade angesprochen hat. Kraken, bis es hier oben reicht, weil die ihre Höfe versorgen müssen. Die können nicht sagen, ich bin jetzt 4 Wochen mal in Hamburg oder in Berlin, weil die Kühe müssen sich selbst melken. Das hat ja Folgen, das wissen die ja. Ja. So, also wenn die Bauern auf der Straße sind, dann bleiben die da. Und ich möchte nochmal die Grünen daran erinnern, die haben es ja schon vergessen. Ja, das waren auch Bauern damals im Wendland, die gesagt haben, also Atommüll kommt hier nicht her. Das waren Bauern, ja. So, die dann mit ihren Traktoren Stress gemacht haben, auch die heute diese großen X-Serien sagen, nicht noch einen Wind. Paar Kraftwerke hin, ja, das ist alles ätzend. Also, wenn du die Bauern erstmal auf der Straße hast, dann hast du ein richtiges Problem. Und ich bin jetzt gerade unterwegs mit auf Tour mit meinem Vortrag. Ich fahre im Moment nur Landstraße, was mich also viel Zeit kostet, weil ich fahre nach Österreich. Aber ich habe sie schon 3-4 Mal gesehen und habe ihnen gehupt, sie brauchen keine warmen Getränke, haben die selber, haben sie mir dann angeboten. Ich habe gesagt, das finde ich super. Ich finde es super, weil das könnte der Anfang vom Ende sein. Weil die Bauern sind diejenigen, die am Ende dahinter stehen. Erst müsste uns zu fressen geben und dann kommt die Moral. Und wer damit nicht solidarisch ist, nur ein Idiot. Sagt, ja, ich lasse mir das Essen dann einfach von Lieferando liefern. Ist richtig. Und ich finde ja so, die geile grüne Politik ist, wenn unsere... Als hier gerade einer im Chat schreibt, in diesem Fall ist es egal, ob der Bauernverband vor allem die Interessen der Großbauern vertritt, denn die Interessen der Kleinbauern und der Großbauern, die sind, was diese aktuelle Steuerpolitik der Ampel angeht, kongruent. Also die wollen ja alle nicht, dass ihre Steuern noch weiter in die Höhe getrieben werden. What's up? Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, das Ladekabel an den Computer anzuschließen.
So, jetzt können wir weiter reagieren. Bauern alle weg sind, das gehört Konzern. Dann würden die Grünen wären genauso, dass sie sagen, ja, dann wird das eben eingeflogen. Das würden sie sich dann weglügen mit dem Klima, genauso wie sie jetzt eben Fracking-Gas von irgendwo holen. Das sind alles Leute, die zwar wo Grün draufsteht, aber keine Ahnung davon haben. Und den Bauern möchte ich nur eins sagen, möchte ich sprachlich behilflich sein, wenn euch jemand als Reichsbürger bezeichnet, sagt, nee, wir sind keine Reichsbürger, sind möglicherweise Reichsbauern. Das ist was ganz, ganz anderes. Und da sind wir stolz drauf. Und ich würde auch diese Politiker, Herrn Özdemir und Co., die würde ich alle mal auf so einen landwirtschaftlichen Betrieb schicken, dass die einfach mal so eine Woche den Alltag mitmachen, was das nämlich eigentlich bedeutet. Weil dann lernen die nämlich mal Folgendes kennen, was sie aus dem Regierungsviertel überhaupt nicht kennen, wie sauber ein Schweinestall sein kann. Im Regierungsviertel ist es ja anders. Ne? Das würde ich gerne mal wünschen. Und was es bedeutet, was es eben auch bedeutet, nein, und ich meine keinen hohen Tiere. Ich glaube nicht, dass das mit dem Tierschutz vereinbar ist, Ricarda Lang in irgendeinen Schweinestall zu schicken. Ja, das ist richtig, genau. Einfach die arme Ricarda Lang. Ich meine, die arme Ricarda Lang. Ja, die Massenmedien suggerieren uns immer, dass euer Leben jetzt so beschissen ist. Ja, und das liegt ja an den Bauernprotesten. Nein, 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 nein. Die Bauern sind diejenigen, die so wenig abstrakt sind, die sagen, wenn wir schon nicht auf die Straße gehen, dabei geht es um unser Futter, uns geht es ja im Supermarkt aus, dann müssen wir das machen. Weil die Bauern müssten das eigentlich nicht. Die Bauern könnten sagen, selbst wenn sie pleite gehen würden und es wird nichts mehr geliefert, sie werden dahingehend ist überleben. So. Es für sie immer reicht. Also ist so. Sagen, wisst ihr, wenn ihr so bescheuert seid, dass ihr das nicht merkt, weil ihr denkt, ja, dann solltet es mal sehen, weil es ist ja, ich sehe das ja immer, wenn ein Wochenende irgendwie in der Hauptstadt ist und so, ja, da sieht ihr die Kühlregale oder die Bioregale sind ja leer gekauft und dann kommt schon, nee, da kommt nichts mehr. So. Ist und, so. Ja. Ja, ja. Ich glaube, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr allzu lange machen, ich habe heute noch andere Termine, aber ich glaube, das ist gut auf den Punkt gebracht. Die dritte Schlagzeile von Paul Brandenburg, die finde ich auch interessant, Regierungsrücktritt, auch wenn wir uns die letzten paar Minuten jetzt nicht angesehen haben. Ich meine, ist tatsächlich ein bisschen länger, also eigentlich soll ja jeder nur 15 Minuten sprechen, ist tatsächlich heute ein bisschen länger als gedacht, aber ja, ich würde tatsächlich sagen, Dieter Dehm hat mit der ersten Schlagzeile gewonnen, also das Rüstungskapital will Krieg. Macht Deutschland zur Zielscheibe. Ich würde sagen, das ist die Schlagzeile der Woche, aber auch Paul Brandenburg mit seiner Sicht auf die Bauernproteste. Das ist ein durchaus interessanter Beitrag. Wie gesagt, Nachschlag, interessante Talkshow, kann ich euch nur empfehlen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Ich meine, ihr müsst ja nicht darauf warten, dass ich darauf reagiere.